Also dieses Mental Traveling oder The Mental Traveler ist eigentlich etwas, was ich immer schon mit Musik gemacht habe. Also bei mir geht dann immer so, gehen so wie eigene Filme im Kopf ab. Und hierbei war auch die Idee, etwas zu machen, was eben dazu anregt, also was nicht auf der einen Seite nicht zu nervös ist, aber auch nicht zu der Norm folgend, also dass man es auch ein bisschen spannend hat, dass es auch irgendwas hervorruft, was man vielleicht nicht zu jedem Stück hat. Der Name dazu ist dann etwas, was einfach gut gepasst hat und auch natürlich eine Anlehnung an das Stück von David Axelrod ist, was ich sehr schätze, und auch David Axelrod, weil er eben auch Musik macht, die erstens supergeile Fusion-Musik ist, die sich nicht auf ein Genre stützt, sondern eben so umspannend ist und verschiedene Elemente reinnimmt. Und ich habe dann herausgefunden, dass er das an ein Gedicht von diesem William Blake angelehnt hat. Das ist jetzt nicht so, dass ich mich da wie ein Literaturwissenschaftler super damit auseinandergesetzt habe. Ich habe das ein paar Mal gelesen und fand das in seiner Art irgendwie, konnte ich nachvollziehen, was der David Axelrod mit seinem Stück gemacht hat, weil das so eine Interaktion ist. Ich finde immer im Schönen, in dem Fall von dem Album, wie die Visuals und das Albumcover mit der Musik ein Ding werden. Und ja, das war so die Idee, diese Mental Traveling. Ich finde auch, ja, find auch noch eine nette Formulierung dafür, die sehr gut passt. Und dann googelt man natürlich immer so, gibt es schon ein Album, was sich so nennt, oder hat das jemand schon so aufgegriffen und zum Thema gemacht? Und dann habe ich da auch nichts gefunden, und da habe ich mich in meiner Originalität irgendwie bestätigt gefühlt und dachte so, hey, das ist ein guter Titel. So. Ja. Also ich habe vorher eben unter Shufflejack Musik gemacht, und das war schon so mainly Hip-Hop-Sachen, ein bisschen R&B, Neo-Soul-Zeug und so Beat gebastelt. Und ich hatte das Gefühl jetzt einfach, weil das so, ich finde, so ein neuer Stil ist, hat das wie auch eine neue Form von Branding verdient. Und ich finde auch, weil ich, wie ich vorher schon erzählt habe, dass ich eigentlich wirklich bei diesem Album gemacht habe, genau, ich habe genau das gemacht, worauf ich Bock hatte. Und darum ist es auch voll okay, wenn es meinen Namen trägt, weil es irgendwie sehr persönlich ist, und darum ist es gut so. Dann habe ich mich wie so ein bisschen auch befreien können von der Last dieses Styles, die ein anderer Name für mich hatte, und neu beginnen. Und das ist ein schönes Gefühl einfach, oder? Und so. Hey, Mr. Darkness.